Ja, aber was er da anhat für eine Unterwäsche. Ziehst du das auch an? Nein. Nicht nochmal. Ich möchte. Was? Ich hab mir am Anfang dieses Jahres schon geredet, dass ich mal müde war. Ja, jetzt fragt ihr euch was, ne? Ja, das könnt ihr, müsst ihr das VOD nochmal angucken bei Twitch, blöd. So, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Hans Showdown. Mit dabei sind natürlich heute Moon und Böde. Ich muss Luft holen. So, hier, guck mal, eine Spritze für dich. Keine Ahnung, wer ist dieser Böde? Marcel, was willst du denn jetzt auf einmal? Ich kann ja keine Ahnung, dass ich das anders sagen soll. Ach, toll. Ich finde, Marcel ist ein wunderschöner Name, deswegen sag ich ihn auch gern. Ja, du kannst auch jeden anderen Namen sagen, der wunderschön ist. Auch noch so wunderschön wie. Ja, aber man kann nicht alles sagen. Diese Person ist auch wunderschön. Echt, wo ist der? Zeig mir den. Hey, blöd. Nein, hässlich. So, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So. Schön, oh. Dann haben wir das doch auch geklärt. Wen? Was machst du da? Ich frag mich immer noch, was wir an meinem Geburtstag machen. Skat spielen. Na, wir haben ja immer noch Corinna. Was? Ach, die Nachbarin. Mhm. Ach so. Habt ihr euch schon die Spritzen gegeben eigentlich? Klar, ja. Du nicht? Nur ich gerade. Wieso, was hast du denn? Hast du dieses Jahr noch Geburtstag? Nee, zum Glück nicht. Da wird er noch älter. Oh Gott, ey. Wir müssen jetzt schon aufpassen, dass er nicht so Staub zerfällt. Kümmer dich um mich. Nee. Reiche er mir Essen an. Du musst Böde fliegen. Genau, geh pfleglich mit mir um. Was? Nee, der ist schon viel Kummer gewöhnt. Das schafft er auch so. Der ist abgehärtet. Bei dir muss man eher abgehärtet sein. Ja, siehst du, von daher passt das ja. Wenn man mich kennt, haben wir uns fürs Leben gelernt. Braucht man keine Feinde mehr, ne? Das auch. Als ob ihr euch abgesprochen habt. Ich gehe hier hoch. Ja, du wolltest mein Kompliment nicht annehmen, also aber schuld. Was denn? Dankeschön, welches? Günther. Günther. Ich ja Günther. Hast du eben gesagt? Ach, sorry. Rechts. Oh, da sind viele Hunde. Hat einer geschossen, oder? Ja. Oder habt ihr geschossen? Warst du das nicht? Nein. Nee. Das hinter uns. Alter, jetzt mach keinen Mist. 240. Ja. Ich höre zumindest den Schlagen auch. 240 kam der Schuss. Lass es irgendwie mal rein. Aber da schießen noch mehr, die schießen doch nicht auf uns. Ich glaube, die haben gerade einen Feind. Sollen wir uns einmischen? Warte, ich hänge hier fest. Mach keinen Scheiß. Also eigentlich hab ich geschossen, ne? Aber sind da wirklich welche? Wie jetzt gerade? Hast du gehört oder nicht? Ich war also da im Wald wäre noch... Welche sein? Ne? Hinter dir ist ein Kombi. Dann lauf nicht so frei mit dem Rücken rum, weil da im Wald sind welche hinter euch. Da. Komm mal. Ja. Gehen Sie mal weg hier. Mein Gott, diese ganzen Kombis. Ja, ist doch wirklich doof. Immer ein. Ach Mann! Kann ich mal. Vielleicht sollte ich denn nicht wieder am Weg stehen? Mal am Po. Okay, dann lass uns das mal weiter. Wir haben ja keine Ahnung, wo wir sind. Ich möchte mich einmal ganz kurz teilen. Achso, da drin. Oh Gott. Du möchtest dich teilen? Bei mir wurde. Bei mir wurde geschossen. Nee, hab ich nicht gehört. Hinter mir, also. Danke für den Tipp. Nein, jetzt ein Streifschuss. Also fast ein Streifschuss. Ach so. Das gut, da sind mal ein Streifen in der Unterhose. Mann, den Satz wollte ich gerade bringen. Ich wollte gerade sagen, wir machen schon so lange zusammen diese Woche. Ich wollte sagen, ich habe auch mal einen Streifschuss im Blut auf mich schießt. Mann. Da hilft waschen. Nein. Da hilft nur Unterhose tauschen. Oder Happy Po nehmen. Boah, irgendwie ist das voll eklig. Happy Po, ja, deswegen Happy Po. Aber es gibt auch welche, die sowas kaufen und verwenden. Okay, wir müssen weiter. So, und, so Mensch, wir locken gerade die falschen Leute an. Mensch, echt? Doof. Ja, natürlich schnüffelt Gotak sich an Unterwäsche. Was?
Ja, machst du doch nicht, oder? Ich sag, jetzt sag bitte nein. Bitte nein. Schnüffelst du also an, benutzt und nur die vom Böde. Weiß er doch. Ja, das weiß ich. Wieso? Ach so, wann soll ich jetzt überhaupt die nächste Fuhre losschicken? Wie, die sind wir nicht losgeschickt, Mann. Ich hab jetzt das Sixpack wieder voll. Geil. Bezahltet ihr wenigstens Geld dafür? Nee, aber ihr macht meinen Rechner dafür immer. Ach, ja, okay. Danke. Hier ist der Boss. Müssen wir aufpassen. Oh nee. Ah, scheiße. Nee, jetzt gerade nicht. Nee, du bleibst aber schön draußen. Du kommst ja nicht hier. Ich hab drei davon bei. Ich hab drei davon bei. Ey! Ich kann am Fallen liegen, Blöderboss. Lass du mir mal... Oh, Mann. Na, renn ich einfach irgendwo raus, weil, wir sind Fallen. Ich komm gar nicht raus. Ich flieg einfach nur Fallen. Ich hab hier das eine Loch, mit Fallen. Bitte. Sehr gut. Und denk an die anderen Türen, die sind auch meistens schon mit Fallen bestückt. Ja, hier ist schon. Die anderen auch alle. Wenn du da auch hast, dann alle ja, anderen auch. Ich geh nach oben noch, ich hab noch. Haben die drinnen am Dach? Ist noch clear? Ach, ist auch schon ist der Boss da reingerannt? Im Feuer? Wo? Falle. Oh, ich brauch gleich mal Heilung. Wurde eine Falle ausgelöst. Warum hast du denn da eine Falle hingepackt? Ah, ich dachte, die ist nicht mehr da. Was denn? Was denn? Die Falle. Ja, ich war dann nicht. Ich aber, ich hab die Falle dahin getan. Pass auf! Warum? Das kann dann die Treppe hochkommen. Hilfe! Oh Scheiße! Was? Oh Scheiße! Muss mir jetzt echt gleich mal heilen. Boah, ist der nervig. Sterben. Hallo. Was haut ihr wieder ab? Ah, da kommt hoch. Er ist immer noch nervig. Neumond nervig? Wir sollten ihn jetzt langsam haben. Perfekt, haben wir. Der hat sich irgendwie fast verkroken. Hat er nicht. Okay, einmal alles auffüllen. Und gucken, dass alle Türen weiter zu sind. Mhm. Und hier auf dem Dach könnt ihr noch hoch, denkt dran. Ah, alles gut. Na toll, ihr müsst mich wieder heilen. Ja, warum? Der eine hat mich zweimal getroffen, die schießen unten durch. Was heißt unten? Wo? Ja, durch den Dingsbums da halt hier. Hier unten. Da willst du noch was? Das war ich. Na, irgendwo rechts neben mir. Auf Nordwesten.
Denk dran, kann sein, dass die auch da oben drin rumlaufen. Passt auf, oben auf dem Dach. Wir können hier reingucken. Leute, die sind unten drin! Ich dachte, passt einer auf! Leiser Eingang! Pass auf, direkt rechts hier unten, bitte! Da! Pass auf, dass nicht einfach noch einer reinkommt! Ich hab gesagt, du stehst da noch! Nee, ich hab den anderen weggemacht in der Zeit! Haben sie die Pfeile da weggemacht, oder? Den anderen leisen Eingang müssen wir noch gucken. Ich tue die mal eben kurz hier aus. Auslösen. Laufen. Da ist einer da! Hier! Er ist hier! Wo ist der? Da, wie ich markiert habe. Zumindest getroffen. Er ist hier. Ja, ja, ja. Ach, der da drüben ist auch schon reingerannt. Alter, warum ist denn hier so gar nicht? Mundi mitnehmen. Willst du noch nicht abfackeln? Dynamit? Relativ nah dran. Direkt dahinter, also wir haben in allen Richtungen. 5, 6 Stück mindestens. Wo denn? Überall. Wirklich in allen Himmelsrichtungen. Die sind hier am nächsten hinter, aber. Vorsicht! Oh, oh. Vorsicht, runter, runter! Ja! Habt ihr gerade die Tür auf und zu gemacht? Nee, soll ich? Nee, aber hier, ich meine nicht das Fenster. Haben sie den Wert geholt? Scheiße. Ja, nee, da liegt der noch. Ja. Ich mache hier die ganze Zeit das Fenster auf und zu. Wow! Zum Arsch hatten. Vorhin haben sie die Tür aufgemacht. Sehr gut. Okay, gerne. Ich mach's noch die Tür wieder zu. Hab noch einen. Kommt noch mehr Gas? Guck nochmal. Immer noch ringsherum. Naja, deswegen bringt nichts. Wir müssen nur die leisen Dinger im Auge behalten. Das hier. Ja, da habe ich nochmal einen Stacheldraht vorgelegt. Ich will mal überlegen, ob ich den Stacheldraht einfach auslöse. Dann können sie den nicht wegmachen. Na toll. Ist aber auch neblig, man sieht ja nichts. Oh Gott, das war neben Absicht. Ist jemand down?
Ja, ja, ich habe ihn einmal getroffen, der andere hat ihn platt gemacht. Sehr schön. Abstauber. Das soll mir gerade recht sein. Gönne ich ihn. Das stimmt. Moment, die einzigen, die ich nur sehe, sind auf 45, zwei Stück. Auf der anderen Seite sehe ich keine mehr. Wie geil, ich kann die Mosin gerade gar nicht mehr nehmen. Ja, ist ein Bug irgendwie. Hatten wir letztens auch gerade mit der Mosin, die wir davon denen irgendwie nicht nehmen konnten. Nochmal was? Aber hier 45 ist niemand, ich habe hier die ganze Zeit geguckt. Noch auf 60 war irgendwo einer noch und auf 15 ungefähr, glaube ich. 15 und 60, ja. Ja. Das war auch die einzigen beiden, die ich noch gesehen habe. Ich würde gerne noch mal einen Hinweis nehmen. Ich würde gerne noch hier eine Sekunde holen. Ja, ja, meinte ich doch. Nicht Hinweis. Schaust du noch mal? Kann ich nur mal machen. Ja, sind die einzigen da hinten auf 60 und auf 15. Ja, aber kann sein, dass du uns siehst von da aus. Ich weiß nicht wo. Oh, hier ist Munition. Hm, danke. Nein, nein, werden wir nicht kriegen da. Keine Ahnung, wer zu denen da hinten gehört. Auf wen die da jetzt noch wieder haben wollen. Es sind doch nur noch zwei, oder? Ich habe zumindest nur die beiden gesehen. Dann ist er hier vorne auch schon abgebrannt. Ja, die stehen hinten im Wald drin, oder? Ja. Können wir nach hinten wegrennen? Warum holen wir die nicht einfach noch? Wir können westen. Hm. Naja, die snipen wahrscheinlich aus dem Wald. Aber ja. Ich hab ne Sniper. Also ich hab ne Snipe-Gedöns mit. Ja, wenn du die Musik hier. Du kannst auch... Ja, ich sehe die aber nicht. Komm mal hier hoch. Wo bist du? Oben. Wenn du was riskieren willst, kannst du dich ja hier draufstellen und gucken. Vielleicht kannst du ja irgendjemanden sehen. Jetzt höre ich hinten auf 330 irgendwo. Was, der ist so weit weg. Ich kann ja noch mal gucken, ich habe noch 3 Sekunden. Nee, ich schau kurz. Ich habe jetzt nur noch einen gesehen. Wahrscheinlich sind die beide jetzt da hinten. Vielleicht hauen die auch gerade ab. Also hier ist echt nichts mehr, ich sehe nicht. Nur Zombies. Ja. Da wird höchstwahrscheinlich keiner mehr sein. Ich nehme jetzt mal einmal Sicht. Ja, ich hole auch nochmal Sicht. Hier müssen aber viel mehr Tote liegen. Theoretisch ja, aber du weißt ja nicht, wo die alle liegen. Hier ist jetzt auch noch Stachel da drin. Ja, den hatte ich vorhin reingepackt. Oh. Hat wohl funktioniert. Ich sehe niemanden mehr. Aber hier liegt noch jemand? Ja, den hatte ich vorhin, ja. Okay, dann haben wir jetzt nochmal genügend Sicht, würde ich sagen. Also ich habe jetzt nochmal 4 Sekunden. Jo, gehen wir. Ich habe auch nochmal 4 Sekunden. Ja, von mir aus können wir. Jo, dann würde ich sagen, oben im Osten. Wartet, ich muss das mal raus hier.
Ah, ich bin fast im Feuer. Hinten auf 315. Oh, wo komm ich denn hier da raus? Hier vorne. Ach ja. Wo seid ihr? Da. Nee. Da sind Vögel weggeflogen. Meine. Das war... Habt ihr euch jetzt gegenseitig angewundert? Ich hab die nur mal mit weggesniped, den Zombie. Ne, sieh niemand. Oh Mist. Ich fall jetzt auf den Boden. Denn jetzt ja. Geschieht dir recht. Was? Was hab ich getan? Eigentlich. Gemein. Gemein. Oh, ein Foto von mir. Gemein, Alter. Ich hab auch so was. Aber da sind leider Splitter drin. Nimmt er die auch? Ja, ist das gleiche. Okay. Ist nur ein anderer Name. Ja, Splitter, Schmitter, sagt er immer. Die Muni wäre nicht schlecht. Muni, Schmuni, sag ich immer. Ich will, also für einen Huni nehme ich Muni. Geil, Stacheldrahtfalle. Cool, Stacheldrahtfalle. Oh, zwei Schuss. Stacheldrahtfalle. Also ich hab noch eine Sekunde. Du hast nur eine noch? Ja. Ah, hier sind Hunde. Die sind voll süß. Gib dir einen Namen. Wuff. Oh, das ist auch kreativ. Wuff. Wuff und Wuff, Wuff. Den einen noch Miau. Der kommt dumm, der hat mir voll in den Arsch gebissen. Nicht Marcel. Oh, das ist aber nett. Bitte. Der eine, der immer beißt? Mhm. Cool. Das ist ein schöner Name. Und hast du zufällig eigentlich auch die Adresse von ihm? Kannst du mir die mal sagen? Ja, die hat ja. Ich hab sogar seine Hand. Wenigstens den Nachnamen. Nachnamen und Alter. Das muss ich alles herausschneiden. Nee. Das ist geheim. Gar nicht so geheim. Könnt ihr unter den Kommentaren lesen, wenn ich was rauskomme. Was? Nein. So, ich gehe jetzt einfach alleine raus. Tschüss. So, ich guck nochmal. Der eine war cool letztens gewesen, der oben in der Hütte drin war. In dem Auskug, wo wir dem alles reingeworfen haben. Ja. Also was ich sagen kann, grob, Marcel, so, wir müssen jetzt einfach mal los. Vom Mars? Vom Mars? Ja, eigentlich ist Marcel ein Mars. Geil. Hier, kannst du haben. Aua, was ist denn falsch? Da schießt einer, hat doch einer. Aua! Und nicht. Danke. Cool, der Codierer war immer wieder überlastet. Entschuldigung, war das zu hoch eben für einen Codierer? Ja. Der kann die Töne nicht so weit runter pitchen. Also. Was? Nur vier? Danke. So, mal gucken, wie viel wir haben. Oh, nur vier? Maria. Ah, was? Arme Maria? Arme Maria. Danke schön, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr gerne noch mehr solche Gesangseinlagen sehen wollt, abonniert doch gerne diesen Kanal und dann könnt ihr auch kostenlos diese CD bekommen. Ja, Marcel, wir wundern uns immer gerne dabei Shadows. Ein. Genau. Wie hieß denn das Lied nochmal? Chorgesang.
Wie hieß denn das mit Moonlight in the Shadows? Dieses Lied, das ist auch aus den 80ern oder 90ern. Ja, ich weiß, was du meinst. In the Moonlight Shadows. Ach, genau so war das auch. Ja. War nicht Cascada? Ja, das war Cascada. Aber ich glaube, da war nochmal nachgesungen. Ich glaube, da hat vorher schon mal anders gesungen. Naja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Gibt's da von der Aufnahme? Nein, ja, was? Bis zum nächsten Mal zur Han Show. Und falls es euch gefallen haben sollte, liken. Tschüss. Und wir posten seine Aufnahme. Jo, tschüss. So, als Entschädigung bekommt er jetzt noch hinten mal dran. Habt ihr Pech. So, tschüss. Und nur liken dann. Dann kriegt er noch was. Tschüss. Tschüss. Ihr habt gar nicht mitgemacht, ne? Ich habe irgendwie fast alle Kills gehabt. Ja, genau. Das sagt der Richtige. Ich habe geholfen. Nach. Ach ja, ich habe auch einen Kill. Du hast ja geholfen. Doch, so, kriegt er jetzt recht noch einen Bonus. Ich hab einen angeschossen gehabt. Als, ja, blöd, ich hab's Gotax gesehen. Danke. Du hast Gotax angeschossen. Oh, nein, wow. Ja, nein. Tschüss. Tschüss. Oh, wow. Du Schuft, du. Tiletto. Wirklich? Händelo. Du meinst, wie diese Folge? Die pendelt sich auch irgendwann ein. Du musst dann deine Spritze nehmen. Nee, ja. Deine Spritze. Also, ja, die möchte auch eine Spritze. Oh nein! Was? Ich hab dir gerade die Spritze gegeben. Wieso ich hab dir gerade meine Giftspritze gegeben. Oh, das ist doch nett. Danke, dann brauche ich ja meine nicht nehmen. Tschüss. So, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Han Show. Mit dabei sind natürlich Jess und Lutz. Okay, komm näher. Ich dachte, die Episode ist gleich zu Ende, weil danke. Jess von hinten mit dem Kopfschuss anrückt. Hätte auch gut sein können. Ich hab Angst. Manu. Nee, Manu. Der Manu ist auch dabei? Wer ist denn Manu? Hallo, Herr Manu. Manu. Sie sind Manu. Ich bin Manu? Ja. Ach, Manu. Selber schuld. Deswegen rufen die Leute mich immer alle. Deswegen rufen wir nach Manu. Holy shit. Holy shit, rufen sie mich manchmal auch. Ja. Würde mir zu denken geben. Ey! Das ist eine Heil, du musst aufpassen. Was macht ihr denn? Ja, ne? Sag mal, was passiert denn gerade? Was war denn das? Da war eine Hive. Ja, wo? Weil jemand geschossen hat. Ja, aber die war nicht vor mir. Ne, die war über dir. Den haben wir schon geholt. Echt? Na, die war da oben. Oh, er hat sie gar nicht gesehen. Weil hier unbedingt jemand schießen musste und damit die ganzen Hohlköpfe anlocken musste. Ja, ich wollte schießen. Südamerika. Oh, das ist in der Mühe. Jemand geschossen, dann gab es einen neuen Präsidenten. Doch, wir können weiter. Ach so, oh, ja. Was tun sie da? Wer ist eigentlich die Nummer 3? Ich bin die Nummer 2. Kann ich bin die 12. Oha, da ist dem Hund der Kopf weggefällt. Ah! Hi, Felix. Was tun sie da hinten, Nummer 3? Ich? Nummer 3? Hunde. Ach so. Warum schießen sie? Nur so näher als Info, du wirst gleich von hinten überrascht. Der Doktor kommt, der möchte eine. Der möchte eine Spritze vergeben. Ich mach hier Bam, Bam, abreichen. Bam und alle sind tot. Mhm. Normalerweise sind es nur diejenigen, die wir überraschen, weil die immer noch Bam, Bam, Guck Bam mal, machen. Ich hab ne Hive mit meinen Revolvern geone-shottet. Geil. Die sind voll Applaus. Cool, die Revolver. Ich mag die. Das arme Pferd. Ach so. Die Hive war gut gewesen. Oh, ich hab die Hive mit meinen Revolver gekillt. Aber das arme Pferd. Wir hatten die Hive. Was ist denn jetzt Essenzeit? Oder zweite Runde? Wer Moon hat, der braucht keine Blitze. das ist ein schöner Satz. Was denn? Was denn? Wirklich? Ihr macht Satz? Selber voll viel Lärm. Na klar. Also ich hab noch alle meine Patronen. Hier ist Moni.
Hier ist Muni. Ich hab noch alle meine Patronen. Hier ist Muni. Wie, so wenig Patronen kommen hier nur raus? Schlagring. Raben fliegen da vorne hoch, die fliegen in unsere Richtung, heißt die werden wohl in unsere Richtung kommen. Wo ungefähr? Da drüben. So, 30, 45. Hm, check. Weil immer da in die Richtung, wo die Raben halt fliegen, in die Richtung laufen die halt auch. Hm. Immer vom Verursacher weg. Genau. Aufpassen, da sind Raben. Du bist so weit voraus, Moon. Mann, da bin ich ja normalerweise immer nur. Ist richtig ungewohnt, dass ich immer in der laufe. Ja. Tja. Mir kommt doch nicht bei rum. Ja, tja. Das lassen wir einfach mal unkommentiert so stehen. Das lassen wir jetzt einfach mal im Raum stehen. So. Tja. Tja. Hier ist Wunder? Niemand. Oh! Auf die? Irgendwo da. In was? Der Richtung. Nee. Negativ. Nee, da. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, Entschuldigung. Nee, das ist nicht zu entschuldigen. Enten? Da nicht. Versuch trotzdem mal kurz einen Hinweis noch zu bekommen. Okay. Na klar. Ach, ne, geht doch kacken. Jetzt kommen die Hunde noch, hier sind Raben und Enten. Naja, das volle Paket. Ja, das wird ja komplette Paket. Wenn du jemanden brauchst, um dich aufzukratzen, sagst du Bescheid. Ja, ich sag's der Versicherung. Sind da Gegner? Negativ, bis jetzt ja, keine weiteren 100 Meter. Ich war nicht mal in deren scheiß Nähe. Also bei mir bist du gerade genau durchgelaufen. Hey, weil ich bin nicht durchgelaufen, ich bin am Zaun längs. Okay. Aber nicht, wo die Raben sind. Hier ist etwas. Was ist denn da? Hörst du den Hinweis schon und ist er laut? Ja, aber ich höre Schritte. Ja, ich bin hinter dir. Ja, Hunde rennen auf einmal los in eure Richtung. Echt? Ich glaube, rechts neben mir habe ich gerade einen Schlag gehört. Ja. Hä? Hunde sind gerade auf einmal losgerannt, hinten im Norden. Und rechts neben mir habe ich irgendwie einen Schlag gehört. Was macht ihr da? Ich habe einen. Oh. Oben im Turm drinnen. Gott. Ich habe mindestens eine mitgegeben. Aber hier unten ist auch noch einer oder irgendwas. Ja, der hat oben Overwatch betrieben. Hier. Ah! Ah! Ja, das ist der ist hinterm Haus. Fuck. Hat er dich auch erwischt? Nee. Oh, warte. Warte. Nicht treffen. Die hat Winfield. Okay. Oh. Oh Gott. Oh. Nein. Ich höre nix. Ich glaube, den hast du erwischt. Der kommt. Ziemlich ihr brennt, oder? Ich glaube ja. Ja. Da war da noch jemand. Hm, gelbes T-Shirt, Hut.
Links, da ist er. Scheiße. Rechts vom Baum. Rechts, rechts. Lol, die hat die Taschenlampe an. Oh, Heilung. Gib mir Heilung. Jo. Wo ist die Taschenlampe? Die trifft aber auch. Nur ich nicht. Oh, warten. Oh, ich komme wieder. Gut. Links. Ach, Kacke. Schade. Hey, Moment, wie viel waren denn jetzt da wieder? Die waren wieder zu zweit. Die hat den schon geholt gehabt. Was denn? Alles gut? Ja, ich hätte vielleicht vorsichtiger sein sollen. Nee, alles gut. Warte mal, wie viel waren da jetzt? Gute Frage. Oh, die haben es auch noch mitbekommen. Da schleichen sich gerade schon wieder drei neue an. Ich bin schon raus. Guck gerade mal. Ja, da schleichen sich gerade auf jeden Fall noch welche an. Ja, warte mal, guter Fight, ey. So. Ja. Kann man machen.